Willkommen im Kapitel 10. Wie versprochen, starten wir. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es 3, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Okay, alles klar. Das sieht hier ja sehr interessant aus. Oh, bei der Musik gibt es wieder ein Claim. Wir gucken uns das gleich genauer an. Vielleicht kann ich das Ganze ja auch ein bisschen überlabern, obwohl ich finde diese Musik, dieses Lied super unheimlich. Aber leider, seht mal, die haben... Was ist denn hier passiert? Die haben alle irgendwas... Ah. Die Köpfe sind... Alles ist mit Blut beschmiert. Leben die noch? Aber sie haben alle ein Loch im Kopf, ne? Das ist schon ein bisschen gruselig. Den Shop brauchen wir jetzt nicht. Ich muss noch gucken, was in diesem Raum ist. Okay. Hier wird es schon wieder ein bisschen eklig. Du, die Tür vielleicht mal auf. Das machen wir später. Wir müssen da ganz bestimmt später nochmal hin. Okay, ein Textdialog. Gemeinsam werden wir auferstehen. Okay, wenn sie während der letzten 200 Jahre auf dem Mars gelebt haben, könnte es sein, dass sie am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der Geschichte verpasst haben. Die Church of Unitology? Was? Wer singt denn hier? Machst mir die ganze Folge kaputt. Ich glaube, die rufen uns. Twinkle, twinkle, little star. Tja. So, wir sammeln alles ein, was es hier einzusammeln gibt. Und eine Werkbank. Bis gleich. So, wir gehen ins Wohndeck. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich? Wenn alles um sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Das ist schon etwas krank, Freunde. Oh, der Typ fährt runter. Okay. Wir sehen mal nach. Wir
Wir wagen uns rein. Okay, das lässt sich gar nicht wegmachen. Dann eben nicht. Kann man auch nur nicht wirklich laufen in dem Schmaler, ne? Das ist unser Weg überhaupt. Das ist unser Weg. Vielleicht hat der Typ ja. Na, Freunde, was ist? Ha? Okay, er haut wieder ab. Oh oh, da kommt er durch die Lüftungsschacht, oder? Kommt er durch die Lüftungsschacht? Ich glaube, er kommt durch die Lüftungsschacht. Wenn wir drunter durchgehen. Na, was ist, Freunde? Da ist eine Kiste. Es möchte niemand zu mir. Sie da eben auch schon? Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe irgendwie nur ihn da liegen sehen. Okay, was ist das? Nichts für uns. Energieknoten? Nee. Okay. Dann mal hinterher. Kann ich wieder hochfahren? Ach ja, es ist die Scheiße. Nachladen wäre geil. Ich muss jetzt einfach mal so ein bisschen hier rumballern, weil hier so viele kleine Viecher sind. Los, Isaac, tritt auf! Hast du dir so gedacht, du kleines Scheißding? Medipack, her damit. So, okay. Wir können uns umsehen. Nach dieser netten Begrüßung. Oh Gott. Also wenn dieses Flüstern kommt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt für euch laut genug ist. Das ist schon ziemlich unheimlich. Die man hier hört. Und dieser Schmörder ist auch nicht wirklich ein Geschenk. Und ich habe so Angst vor dem Endboss. Ich habe so Angst. Denn ich habe. Wie hieß denn der andere noch? Levi. Levi noch was. Zurück, ne? Das war schon so ein krasser Boss, ey. Okay, wir müssen hier wieder runter. Patsch, patsch, patsch. Ach so, wir fahren. Hä? Okay. Ja, vergiss es. Ich bin einfach nur verwirrt. Okay, schnell zurück. Oder auch nicht schnell. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Oh, ich darf in die Sicherheitsstation. So, jetzt kommen meine Freunde doch gleich wieder, oder? Ihr Hasen. Ich warte schon auf euch. Ich finde euch nämlich witzig.
ja, jetzt lenk mich nicht ab. Ich habe hier anderes zu tun. Oh, ich Idiot. Mann, ey, ihr kotzt mich so an. Oh. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Oh Mann, ich übersehe das immer. Mann, ey! Mir reicht es. Ey, Alter. Ist er dein letzter Scheißarm? Ich erkenne das nicht. Ich flippe aus mit diesen Dingern, ne? Ist er da jetzt tot oder ist er nicht tot? Mein Gott, ey. Ah. Schade. Ich dachte, das wäre so ein explosives Ding. Natürlich trifft er mich noch. Ich habe dich auch getroffen. Hier. Explodier. Danke. Mann, 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 Mann. Okay, Medis haben wir jetzt nicht mehr. Das ist schon etwas schlecht. Du ekelhaftes Ding. Ich wäre total aggressiv bei diesen Viechern. Wirklich. Schön, auf Klo. Auf Klo sind doch sicherlich Medikamente. Alter! I, was ist da denn drin? Was ist denn das für ein Schiss? Oh, ist das abartig. Ist es abartig? Irgendwie Monsterkacke oder so. Schnell raus hier. Wo müssen wir denn lang? Ach so, ich hab. Ja, ach so. Ich hatte diese Schlüsselkarte dafür. Schnell weg, ey. Okay, was ist hier? Gemeinschaftsräume. Auf in die Gemeinschaftsräume, die sehr leer sind. Medi. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Lass mich kurz checken. Da ist eine Tür. Und hier ist eine Tür. Da kommen wir natürlich her, ne? Nee, das ist... Wollen wir uns doch jetzt mal ganz genau ansehen hier, oder? Es klappt leider nicht so. Ich habe nur das Bein. Ja. Ich will aber deinen Körper. Ich will deinen Körper sehen. Hm. Das ist irgendwie so ein... Das macht mir Spaß. Wie so ein fetter Käfer irgendwie. Ich weiß nicht, das ist... So abartig. Und in die Klos gucke ich diesmal nicht. Wir gehen weiter. Und verrichten hier unsere Aufgaben. Oh, stopp. Nein, nicht!
nicht das Vieh, nicht das Vieh. Oh Gott, nein. Ja, ich kann da nicht ran. Ich schieße immer daneben, Mann. Komm noch mal, wir müssen noch mal treffen. Nein, das wird nix. Jetzt, nein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Isaac! Okay, ja, das ist auch super schwer zu schießen. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Wie kann ich das? Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Ja gut, dann haben wir uns das halt nochmal angehört. Macht nichts. Okay, also wir werden hier nochmal eben abspeichern gleich. Ich habe gesehen, da ist noch ein Speicherpunkt. Also dann brauchen wir uns hier diese... Können wir uns diese Sachen-Einsammelgeschichte sparen? Das ist nämlich auch ganz gut. Und ja, habe ich das jetzt gerade schon gesagt? Wenn dieser ekelhafte, lange, glitschige Arm kommt und versucht, uns in die Tiefe zu reißen... Ich kann dann halt nicht normal zielen. Also die, die das Spiel, mach ich so oder mach ich so? Die, die das Spiel kennen, wissen das. Okay, konzentrieren jetzt, konzentrieren. Mann, ey, das ist aber auch eine Scheiße. Geschafft. Wir haben es geschafft. Isaac, würdest du nachladen, bitte? Ach, haben wir schon. Okay. So. Boah. So, Moment. Mal eben noch mal. Einmal den Raum hier zu Ende abchecken. Hier ist nämlich noch Zeug. Ein großes Medipack. Das ist äußerst... ja, ich war kurz aus dem Konzept. Hier müssen wir lang. Okay, wir... Chinesemodul einsetzen. Und was müssen wir machen damit? Warte mal, irgendwie muss es doch hier... Ach, runterziehen. Ah. Wir haben es geschafft, die Aufgabe ist erfüllt. Und in der nächsten Folge werden wir das Türschlussdingens oder wie auch immer, wir werden dann zurückgehen und gucken, was uns in diesem Schlaftrakt erwartet. Bis dann, ciao.